Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Okay, wir sind... Oh. Ja, ich wollte eigentlich eine super entspannte Begrüßung machen, aber es wirkt so ein bisschen, als müssten wir doch... zumindest ein wenig kämpfen. Okay, aber es ist uns nur einer gefolgt, oder? Ja, sehr schön. Wir legen jetzt dann dementsprechend ab und werden in eine neue Stadt kommen. Und dort geht es dem Krokodil an den Kragen oder ans Leder, wie man auch immer es sagen möchte. Wie dem auch sei, wir kommen mit einer Mission und... Moment, heißt es wirklich Krokodilopolis? Die Stadt, wo wir gerade hingehen? Alles klar. So, und eine kurze Sache. Kurz mal die Atmosphäre brechen, natürlich. Können wir doch machen. Wir können hier entweder unsere versteckte Klinge verbessern oder, was ich auch super finde, ist der Fernkampfschaden. Und den erhöhe ich sehr, sehr gerne. Ja, machen wir mal. Ich war nur nicht dafür, den Pfeilköcher irgendwie zu verbessern, weil... Weiß nicht. Ich möchte auf jeden Fall, dass wir auf höheren Levels immer noch One-Hits machen können. Und das kannst du natürlich mit dem Pfeil und mit dem Bogen machen. Und wir sind in Krokodilopolis. Gibt es in Ägypten wirklich eine Stadt, die so heißt? Der Altmeister. Da können wir direkt mal eine Quest annehmen. Oder wir schalten mal... Ach, wir haben einen Schnellreisepunkt. Müssen wir nicht freischalten. Okay, ich nehme mal an, das ist wieder so ein Schiff mit vielen Feinden. Ach, gehen wir mal kurz in die Stadt. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Hier gibt es doch sicher ein paar interessante Sachen. Wir müssen ja nicht direkt zum Missionsziel eilen. So, also die Sprache, die die Leute sprechen, ist auf jeden Fall noch dieselbe. Ah, es sind tatsächlich Krokodile hier. Shenawab ist das neue Gebiet, was wir hier entdeckt haben. Okay, ich wurde, glaube ich, von der Seite mal angeschnauzt. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Sperrgebiet ist. Tempel des Sobek. Okay, hier in den Tempel darf ich aber wahrscheinlich einfach so eintreten. Und wir klettern mal hier hoch, um mal die Ortschaft hier schön zu erkunden. Uns mal einen Überblick zu verschaffen. Erkunden ist, glaube ich, das falsche Wort. So, ich dachte kurz, es ist ein Windrad oder so ist. Ich finde ja diese Synchronisierungspunkte, die Türme, die werden ja immer wieder kritisiert, aber ich finde die Synchronisierungspunkte eigentlich super geil. Eine Sache finde ich nur komisch. Ich glaube, das wird auch ein bisschen kritisiert immer. Also das Panorama, was die Dinger hier präsentieren, ist immer megamäßig gut. Und ich kriege auch gerade so ein bisschen eine Gänsehaut. Auch wegen der musikalischen Untermalung und so, das ist wunderbar. Ich glaube aber, der einzige Punkt, der da immer so ein bisschen stört, ist, dass du danach so viele Symbole auf deine Karte bekommst.
Okay, wie ich schon vermutet hatte, das wird definitiv hier überwacht. Oh, aber da sind zwei Schätze. Ich wollte aber eigentlich das Papyrus in der Nähe hier finden. Okay, ist es hier irgendwo in der Nähe? Ich glaube, hier müsste ich eigentlich davon schon ein bisschen Wind kriegen. So, wir lassen die Leute mal entspannt beten. Du da! Halt! Ich wollte nicht stören, Leute. Ach hey. Gut, dass ich da noch rechtzeitig einen Rückzieher machen durfte. Okay, ja gut, dann gehen wir mal mit dem Menschen hier quatschen. Theseros zürnt. Sobeks Abbild zeigt den Willen des Gottes. Was sollen wir tun? Ich werde Sobek heilen. Ihr betet weiter. Sprich mit dem Wächter. Okay, gut. Ich habe keine Lust, jetzt das Wasser da zu überqueren und währenddessen mal kurz weggefuttert zu werden. Krokodilfutter wollte ich nicht werden in meinem Leben. Normarchenvilla im Fayum. Ich muss aber eh sagen, also diese ganzen offenen Welten sind wunderschön. Optisch immer super. Atmosphärisch mal so. Man kennt es auch zum Beispiel von Just Cause 3. Da ist die Welt riesig. Aber da ist überhaupt nichts los. Und ich muss gerade überlegen, da gab es... Die Arena der Gladiatoren. Von hier rekrutiert das Krokodil also seine Privatarmee. Okay, gut, dann machen wir hier einfach weiter. So, ich setze mir den Punkt mal weg. Mal, ganz kurz, ein Spiel. Genau, Need for Speed Payback. Ja, eigentlich eine riesige Welt. Aber da passiert relativ wenig tatsächlich. Diovicus, die lebende Verkörperung des Krieges. Seine Fäuste sind tödlicher als alle Waffen. Veridovix, der treue Diener des Todes. Seine Sense wird die Unwürdigen ernten. Entschuldigung, was kannst du mir über diesen Ort sagen? Siehst du das nicht? Das ist eine Arena für römischen Blutsport. Barbarisch, wenn du mich fragst. Aber es hilft den Verzweifelten, ihre Sorgen vergessen zu machen. Früher war es ein Tempel. Man hätte es dabei belassen sollen. Klingt vernünftig. Hey, Nep. Was kannst du mir über die Männer sagen, die hier kämpfen? Männer? Das sind keine Männer, das sind Götter. Du hast noch nie so wilde Krieger gesehen. Die könnten dich mit einem Hieb in zwei Teile spalten. Ah, hat einer davon rotes Haar? Sie sind Götter unter den Göttern. Hast du nie von den Brüdern aus Gallien gehört? Spürst du ihre Blicke denn nicht? Ihre Statuen stehen neben mir. Oh nein, 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 oh nein. Bitte nicht. Ach, doch nicht jetzt.
Der Menschenfresser ist, glaube ich, ein bisschen entspannter als der Berg. Die sterben alle erschreckend schnell. Dann finde Kämpfer, die auch kämpfen können. Moment, in welche Richtung geht der? Ich warte kurz ab. Ach, der geht weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder? Ja, es sieht sehr, sehr danach aus. Oh, hat mir einen echten Riesenschrecken eingejagt, ey. Heieiei. So, mit ihm noch reden. Bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Felix Martialus. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegern, der nach Ruhm sucht? Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheuchst. Herr, der Mann trägt ein Magi-Abzeichen. Ein Met was? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen? Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Puh. Nein, nein. Ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die dreimal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisken im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich einen Gladiator reinbringen. Also, die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadia zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Der Besitzer erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Vielleicht kenne ich sie ja. Siva ist ein kleines Nest. Ich sehe sie mir mal an. Ja, wie krass unser Schatten da noch hinten hingeworfen wird. Ah, das ist sehr cool. Ja, und das sogar nur in Full HD eigentlich. Verschärft wurden. Sicherheit für alle. Der brutale Mord an einem griechischen Händler im Elendsviertel zeigt, dass wir mehr für die Sicherheit tun müssen. Die militärische Präsenz wird verstärkt. Regelmäßige Patrouillen in den... Hoi, dies Mesonos Afrosinis. So, mal schauen, wo die Gladiatorin ist. Okay, betet. Kunst bietet Kultur und Erholung für alle. Sobald die Sicherheitsprobleme gelöst sind, werden auch die Ägypter davon profitieren. Kultur für alle. Diese Nachricht wurde präsentiert von Alexios Kudosakma. Oh, was kennt mir noch? Nun ist ja, schön, sich sowas anzuschauen. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so der riesige Fan mittlerweile von Open World. Ich finde halt, die Welten sind teilweise verrückt. Da ist die Sivanerin. Moment. Sieht aus wie... Die Welten sind meiner Meinung nach mittlerweile ein bisschen zu groß sogar. Bike, wir gehen gleich los. Aber manchmal kann es zur Atmosphäre beitragen. Ich finde auch bei Red Dead Redemption zum Beispiel ist die Atmos sehr geil. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass er zu uns kommt. Bayek? Mein Freund! Mein Bruder! Oh! Scheiße, schön dich zu sehen. Was führt dich denn in das Fayum? Ich hörte, es sei ein guter Ort für den Erfolg. Hm? Doch, nie hätte ich gedacht, dich hier zu treffen, Kenzer. Was soll ich sagen? Ich folgte dem Ruf der Arena. Ist das zu fassen? Ich bin jetzt eine Gladiatorin.
Aber komm, lass uns reden und trinken. Ich sag es dir, Bayek, mein Traum ist zum Greifen nah, wenn man mir nur eine Chance gäbe. Ich weiß, ich könnte Meisterin werden. Ich meine Geld, Luxus, Ruhm. Alles, was eine Frau begehrt. Ha? Deshalb kam ich ins Fayum, um ein neues Leben zu beginnen und das alte zu begraben. Doch ich wurde an den Toren der Arena abgewiesen. Oho, also hast du es endlich aufgegeben, die Welt auf den rechten Pfad zu führen. Gut, das ist ja auch unmöglich. Felix traut Außenstehenden nicht so schnell. Aber keine Sorge, mit meiner Unterstützung kämpfen wir schon bald Seite an Seite. Erst trinken wir. Und am Morgen gehen wir dann zur Arena und ich stelle dich ordnungsgemäß vor. Oh, es ist schön, dass du hier bist, alter Freund. Ja gut, ist ja kein Hindernis zwischen uns und der Arena, außer ihm. Oh mein Gott, was ist... Oh, das ist ja wunderschön hier. Ha, die Dinger könnte man als Thumbnail mal benutzen. Stufe 29, Nebenquest. Oh krass, hier geht's einfach nur noch ins Gebirge. Diese Zone ist tabu. Okay, sehr schön. Gebiet abgeschlossen. Er dreht weiter seine Runde. Und wir haben zwei Bögen bekommen, die wir direkt mal zerlegen werden. Und vielleicht können wir hier nochmal eine Nebenquest annehmen. Hauptsache weg vom Berg. Abgeschlachtete Sobeks in Krokodilopolis. Götter, eine illegale Gerberei. Ja, okay, also das kann ich sofort halt machen. Natürlich. Ich glaube auch nicht, dass ich hierfür jetzt Level 29 brauche, sondern nur für die weiterführenden Aufgaben. Einfach aufgehängt wie Lumpen. Natürlich ist hier alles abgeriegelt, um den Mord an Göttern zu vertuschen. Okay, die Krokodile zählen als Götter. Alles klar. Was ist das? Das ist eine Menge Gold. Jemand zieht großen Gewinn aus diesem Sakrileg. Ja, direkt einstecken, Bayek. Och nee, die kleinen Alligatoren. Diese Mumien sind geschludert. Das ist die übelste Blasphemie.
Die Mumien sind voll mit Gold und Wertgegenständen. Wohin bringt man sie? Da sind Frachtzeichen angebracht. Krokodile werden getötet und mumifiziert. Die Arbeit ist schluderig und achtlos. Ein unvorstellbares Sakrileg. Die Mumien werden als Münzsäcke missbraucht und gestapelt wie Kisten. Sie verwenden die Leiber ermordeter Götter zum Schmuggeln. Amun, der Gestank allein dreht mir den Magen um. Wer das tut, verdient den Tod. Wie kann so etwas in Ägypten geschehen? Bei den Göttern. Das muss aufhören. Ich muss herausfinden, wohin man die Mumien verschifft. Diese Gerberei muss einen Kai in der Nähe haben. Okay, ich würde sagen, ja, der Berg ist schon vorbei. Dann können wir tatsächlich auch mal langsam aber sicher zurückkehren. Der Nebenquest werde ich mich stellen, sobald wir minimal über dem Level sind. Jetzt für den Moment allerdings werde ich hier nicht weitermachen, weil Stufe 29 kann auch heißen, okay, du stirbst ein paar Mal. So, und dann reiten wir mal schnell zurück. Wow. So, ich dachte schon, er möchte über diese... Wow, danke, Pferd. Ein Pferd, was weder über Brücke noch über Wasser fährt, ist kein gutes Pferd. Okay. Vielleicht kann ich auch mittlerweile hier die Quest auch so anwählen und... Dann machen wir mal eine Schnellreise hier hin. Dann gehen wir mal direkt darüber. Denn es entwickelt sich gerade eine interessante Story hier raus. Vor allem möchte ich jetzt nicht diesen Spannungsbogen auch brechen, indem ich jetzt einfach mal eine Nebenquest annehme und zocke. Hui! Sprich mit dem Wächter. Ja, das könnten wir auch tun, aber das machen wir noch später, Spiel. Bewegung, los! Wo ist der Berg? Okay, alles klar. Ist ein bisschen weggeritten oder weggelaufen. Hat Angst vor uns. Ich möchte diesen Mann als meinen Partner. Dann trifft es sich gut, dass der Iberer gestern von den Löwen zerfleischt wurde. Ich habe vielleicht etwas frei. Und wenn Kenza für dich bürgen kann? Ihr braucht aber einen Namen, wenn ihr als Duo kämpfen wollt. Wie wäre es mit die Sivanischen Krieger? Ich glaube, die Beschützer von Siva wäre treffender. Ist das einprägsam genug für dich? Ah, es gibt Schlimmeres. Kommt rein. Okay, jetzt wird's interessant. In der Arena wird dich kein Pharao oder Gott beschützen können, Magi. Hier wirst du voraussichtlich sterben. Mach es dramatisch, den Zuschauern zuliebe. Solltest du wieder erwarten überleben, erwarten dich viel Ruhm und Ehre und eine neue Chance zu sterben. So ist das kurze, aber glanzvolle Leben eines Gladiators. Also gut, wen haben wir? Ah, da ist Kallistos. Kallistos, ein ehemaliger Soldat des Ptolemäus, der glaubt, er könne mit dem Schwert umgehen. Horus, er war mal mein bester Kämpfer, doch das Alter ruiniert uns alle. Jetzt ist er kaum besser als ein Nachttopf. Er bildet die Anfänger aus. Ist die Rüstung aus Ptolemäus' Armee? Die meisten Kämpfer können sich keine eigene Rüstung leisten. Und wenn, dann hält sie nicht lange. Die Armee vermisst ein paar einzelne Rüstungen nicht. Und es sieht so schön authentisch aus. Apropos authentisch. In der Arena benutzt du die Waffen, die ich dir gebe. Es gibt keine Ausnahmen. Kenza kennst du ja bereits. Ihre glühende, doch fragwürdige Empfehlung brachte dich her.
Ja, verdammt, ich wollte eigentlich unsere Waffen nutzen. Krokodilopolis begrüßt einen neuen Kempten. Oder einen neuen Sack voll Blut und Scheiße. Ich will ihn kämpfen sehen. Und wer wäre dafür besser geeignet als die, die ihn empfohlen hat? Haha, na, wie wär's? Bereit, das Schwert zu ziehen, alter Magi? Mal sehen, ob du was gelernt hast. Alter, von der Ferne dachte ich so ein bisschen an die Daedra-Rüstung aus Skyrim. Ja, komm her. Nicht schlecht, du alter Mann. Stil und Schauspiel. Und aber ist du das auch ordentlich zu für einen Wüstenhund. Ich dachte, ich hätte dich. Nun gut, Kenzer. Du hast einen neuen Partner. Wir öffnen bald die Tore. Seid bereit. Okay, auf geht's. Das ist das Pack, das Felix uns zum Fraß vorwerfen will. Eine kümmerliche Mahlzeit, mein Bruder. Ja! Ich werde dir die Nüsse abschneiden und stopf sie dir in den Hals. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Ruhm. Die gallischen Brüder. Ich weiß, wer sie sind. Geht es dir gut, mein Freund? Du bist nicht ganz bei der Sache. Keine Sorge, die Nervosität legt sich nach dem ersten Kampf. Mir geht's gut. Aber erzähl mir mal, wie du hierher kamst. Das ist eine Geschichte. Ich wurde als Sklavin genommen, als Ptolemäus bei uns in Siva war. Ein krankes Schwein namens Septimius und sein Clan wollten mich benutzen. Aber ich konnte mir ein Schwert besorgen und schaffte es zu fliehen. Als ich hierher kam, nahm Felix mich auf, um mich auszubilden. Doch genug von der Vergangenheit, ha? Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dieses große Glück mit dir zu teilen. Bald schon werden die Zuschauer dich anbeten. Fast so sehr, wie sie mich anbeten. Ja, genau. Spalten wir die Sonne mit unseren Schwertern in zwei Teile. Hoho, das ist die richtige Einstellung. Sag Felix Bescheid, wenn du für unseren ersten Kampf bereit bist. Je eher wir anfangen, desto eher sind wir Meister. Okay, Leute. Der neue Kämpfer aus Siva. Ich freue mich darauf, dich in vielen Schlachten zu demütigen. Ich scherze nur. Vielleicht müssen wir da draußen gegeneinander kämpfen, aber das ist nur ein Grund mehr, hier drin zusammenzuhalten. Freut mich zu hören. Warum riskiert ein ptolemäischer Soldat sein Leben in der Arena? Ich befolge nicht gern Befehle. Das hilft nicht in der Armee. Aber ich habe eine Familie zu ernähren, also bin ich hier. Schon gegen die Brüder gekämpft? Viridovix und Diovikos? Man hielt mich bisher nicht für würdig. Und ich bin wirklich froh, dass es so ist. Du bist Horus, nicht wahr? Felix sagte, du wärst der Ausbilder hier. Nicht freiwillig, die gallischen Brüder verletzten mich am Kopf. Sie hätten mich getötet, wäre Felix nicht eingeschritten. Was kannst du mir über sie sagen? Du willst nicht gegen sie kämpfen. Sie sind stark und schnell und sie töten gern. Für sie ist das Spaß, Sport. Okay. Ich will nicht die Weltkarte. Ich möchte eigentlich unseren Skilltree. Okay, gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal ein kurzes Päuschen. Beim nächsten Mal an der Stelle weiter. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Nächstes Mal solltet ihr definitiv dabei sein, um zu sehen, wie wir zum Gladiator aufsteigen, zum Meister. Und ja, dem Video könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein!